For the Recorded, der Podcast für Musik, Business und Gesellschaft. Mein Verständnis ist als Label mit Künstlern zu arbeiten, die zu entwickeln, denen beiseite zu stehen, zu beraten als, als Sounding Board und ihnen zu helfen, ihr Publikum, die Fans, neue Fans zu gewinnen. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr dabei seid. Ich freue mich sehr, dass jetzt die erste Folge von For the Recorded draußen ist und euch erreicht. Mein Name ist Florian Drücke und der eine oder die andere kennt mich möglicherweise als Vorstandsvorsitzende des Bundesverbandes Musikindustrie BVMI. In diesem Podcast tausche ich mich alle paar Wochen mit Gästen über aktuelle Themen rund um unsere Branche und das Business aus und zwar immer in ihrem Verhältnis zur Gesellschaft. Von der Rolle der Labels über Streaming. Das Comeback der Schallplatte, NFTs, virale Hits, neue Partnerschaften, globale Märkte und, und, und. Die ersten Folgen von For the Recorded rücken unter anderem das Thema lokales Repertoire in den Fokus. Also deutschsprachige Musik und Musik, die in Deutschland produziert wird. Und der Gast der allerersten Folge, Konrad von Löhneisen, ist leidenschaftlicher Labelbetreiber, Musikunternehmer, Radioveranstalter und vieles mehr. Aber er ist auch Sprecher der unabhängigen Musikfirmen im Vorstand unseres Verbandes. Wir haben uns intensiv über den Status quo der deutschen Musikindustrie unterhalten, über die Entwicklung der letzten Jahrzehnte und auch über deutschsprachige Musik. Mir hat das Gespräch unheimlich viel Spaß gemacht, ich habe einiges gelernt und ich hoffe, ihr könnt diesen Spaß beim Hören teilen. Ich begrüße als meinen ersten Gast Konrad von Löhneisen. Conny, du bist wieder mal der Erste. Schön, dass du dabei bist. Dass du der Einladung gefolgt bist. Okay, vielen Dank, Florian, für die Einladung. Ich freue mich auch. Ihr wisst, ich bin für euch immer da. Danke dir. Und an der Stelle, Conny, lohnt es sich, dass wir mal unseren Hörerinnen erklären, wie wir überhaupt zusammengekommen sind und was nicht nur uns verbindet, sondern was dich mit der Branche verbindet und wo du überall schon warst und in Teilen ich noch gar nicht gewesen bin. Und ich habe mich im Vorfeld, äh, da ja natürlich auch nochmal anders und tiefer mit dir beschäftigt, mit deiner, mit deinem Lebenslauf beschäftigt. Und da gibt es ganz viele Stationen, die man so förmlich aufzählen kann und auch mal sollte. Ähm, wir, wir fangen einfach mal so an ähm, mit deiner Rolle im Verband. Dann ist das der Einstieg äh, Verbands-Podcast, äh, du bist hier seit 20 Jahren aktiv im Verband und bist Sprecher der außerordentlichen Mitglieder und insofern der Sprecher von rund aktuell 180 kleinen Mitgliedern hier und hält da die Fahne hoch, bist die Stimme im Vorstand, die im Zweifelsfall immer aufsteht, wenn es darum geht, was sind eigentlich die Interessen der kleineren Mitglieder des Verbandes. Das ist die Verbandskategorie. Habe ich da was vergessen? Mm. Nicht vergessen, aber ich würde es ein bisschen anders ausdrücken. Also erstmal sind das jetzt ja nicht nur kleine Labels, die ich vertrete oder die zum Glück Mitglied hier im Verband sind, sondern sind ja auch Firmen, die alles zusammengefasst dann doch einen erheblichen Marktanteil haben. Also auch Firmen, die teilweise an der Börse notiert sind oder sowas. Also es sind jetzt ja nicht nur irgendwelche Kratzerbuden oder One-Man-Shows. Exakt. <laughs> Gut, dass du darauf hinweist. Vor allem deshalb, weil du ja selber Unternehmer bist. Und das ist die Kategorie, die wir jetzt erstmal öffnen. Denn äh, du bist ja nicht nur Verbandsmann und äh, wie wir immer hier im Verband sagen, äh, dann äh, quasi Verbandsmuckel, sondern äh, du bist vor allem Unternehmer und hast vor 20 Jahren, 22 Jahren, wir haben es gerade vorhin am Mount Music hier angeschaut, hast du deine Firma gegründet. Damals äh, noch als Ministry of Sound firmierend. Und äh, dann umbenannt 2008 in Embassy of Music. Und da bist du äh, seitdem auch der Ambassador hier bei uns, <laughs> unser Ambassador. Ähm, und äh, hast da aber einen Schritt gemacht, ähm, den du vielleicht auch in deiner Erzählung nochmal ein bisschen anders ähm, hervorheben kannst. Denn du hast so viel gesehen in der Branche. Du warst bei Logic in Amerika, du warst in England, in Deutschland. Du warst Managing Director Jive, äh, Germany. Du warst bei Universal Managing Director. Ähm, und hast jetzt... Ja, ähm, bei, äh, bei deiner Embassy so viele verschiedene Künstler unter Vertrag, und es ist ja jetzt nur diese eine Unternehmung, mit der ich jetzt anfange. Ähm, wie wollen wir das den Zuhörerinnen noch näher bringen, deinen Weg in die mhm. Branche? Ja. Du hast es jetzt ja schon ganz gut äh, erklärt. Eigentlich brauche ich da gar nicht mehr so viel dazu addieren. Ähm, aber jetzt bezogen auf meine Firma, also aktuell Embassy of Music, beschreibe ich immer so, dass es eigentlich ein, ein sehr traditionelles Label ist. Wir verstehen uns auch als, als ein Artist-Label, also wo wir die, den Begriff des Artist-Development uns ganz hoch auf die Fahne schreiben. Diese Firma habe ich eben gegründet, du hast gerade gesagt, 2001. Sie war eben zu dem Zeitpunkt ähm, Geschäftsführer von Universal Records. Die damals noch in Hamburg waren. Ich hatte meine Firma dann aber schon hier in Berlin gegründet. Ähm, ein traditionelles Label. Wir, wir nehmen Künstler, Künstlerinnen unter Vertrag, ganz egal, ob sie eben aus ähm, Deutschland sind oder aus dem Ausland, ob sie Englisch singen oder Deutsch singen oder Italienisch oder Französisch oder wie auch immer. Und sind da die Heimat für diese Labels. Das, das heißt, die kommen auch zu uns ins Büro und die haben auch alle meine Handynummer. Und. Ähm, wir begleiten eigentlich den kompletten Prozess der Künstler, sehen uns eben als sozusagen als, als fully fledged Label. Wir haben unsere eigenen Promotion Departments, wir, haben, wir erstellen unsere eigenen Lizenzabrechnungen. Ähm, es sind nur ganz wenige Dienstleistungen, wo wir, die wir uns von außen eben einkaufen. Ja? So, und das war das, was ich immer machen wollte, was ich auch im Vorfeld immer gemacht habe. Du hast es ja gesagt, dass ich auch schon andere Labels eben geleitet habe. Ähm, ein Label zu sein, ist das, was ich kann. So, ich habe nie einen anderen Job gehabt in meinem Leben. Das, das kannst du äh, bewiesenermaßen und hast dabei ähm, mit Künstlern zusammengearbeitet wie Calvin Harris, David Guetta, Carla Bruni, Simply Red, Musti, Moby, Madness, Simple Minds, Nena, ganz, ganz viele noch zu nennen. Aktuellere, du hast äh, K1, Ali As, du hast, du hast unheimlich viele Künstler in deinem Roster und hast davor natürlich auch Karrieren mitgeprägt. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Aber das ist ja jetzt nur, in Anführungszeichen, dein Label-Engagement. Du bist vielen auch bekannt als der ähm, Co-Owner von Flux FM hier in Berlin, Independent Radio, also insofern auch noch an einer anderen Stelle, die in dieser Branche eine große Rolle spielt, maßgeblich mitbeteiligt. Und darüber hinaus bist du dann auch noch Co-Founder und Co-Owner von Zebralution. Also dann auch noch in der, in der Distribution, in der Digital-Distribution ähm, First Mover ja gewesen. Das heißt, damit deckst du auch diese Teile der Wertschöpfung noch mit ab und vor allem auch der Begleitung letztlich von Karrieren. Richtig? Ja. <lacht> <lacht> Wenn das die Frage war, ist richtig. Ähm, das klingt jetzt so ein bisschen, wie du das beschrieben hast, als wäre das so ein gigantischer Masterplan. Das ist es aber nicht. Ich bin, wie gesagt, bewusst zu einem Zeitpunkt 2001 aus einer prominenten Stelle bei einem großen Unternehmen rausgegangen, um selber was zu machen, um bei einer Firma zu arbeiten, an der ich auch selber Anteile habe. So, das, das war meine, meine Ausrichtung. Ich hatte damals noch, noch ähm, zwei andere Partner drin. Einen hast du gerade schon gesagt, das war Ministry of Sound aus, aus England. Ähm, die anderen Beteiligungen, die ich habe oder Firmen, bei denen ich ähm, aktiv bin oder, oder als Gesellschafter vertreten bin, das hat sich dann in der Zeit danach entwickelt, weil ich ja das machen kann, weil ich mein eigener Chef bin. Wenn ich jetzt weiter für XY gearbeitet hätte, dann wäre das nicht so einfach gegangen. So, das sind einfach Leute, mit denen ich vorher schon ähm, zusammengearbeitet habe. Du hast es gerade gesagt mit Sepaluschen der Cortilen. Der eben sozusagen mein, mein Partner war, wie ich bei Jive war, weil er der Geschäftsführer von Raftrate war, ähm, hatte eben die Idee, einen Digi reinen Digitalvertrieb zu gründen, weil der, also so wie ich nur Label kann, kann er halt nur Vertrieb. So, und ähm, physisch war klar, dass das irgendwie nicht mehr so gut läuft, hatte Kurt einfach die Idee, einen Digitalvertrieb zu gründen und hat gesagt, willst du mitmachen? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, weil ich es kann. Ja, weil ich niemanden fragen musste, ob ich das... Und darf. weil du den Raum gesehen hast, weil du gesehen hast, dass es als Unternehmer durchaus Sinn macht, ähm, auch in diesen damals ja neuen Markt zu investieren. Ja, also das war jetzt ja im, im Jahr 2003, 2004, wo wir angefangen haben, schon, also das war jetzt keine Raketenwissenschaft. Abzusehen, dass der digitale Marktanteil schnell wachsen wird und dass es auch die Zukunft im, im Recorded Music-Bereich sein wird, weil, wie gesagt, das Fraunhofer Institut in Erlangen hat das MP3 erfunden und das war ja nicht im Jahr 2003 oder 2004, sondern es war in den frühen 90er Jahren. Also war das ja logisch, was passieren wird. Wenn es alles so einfach wäre und jeder sich so äh, verhalten würde, dass er, dass er dann in die Märkte geht, dann wäre vielleicht einiges anders gelaufen in der Branche. Aber äh, ich, ich finde es schon spannend, weil wir ja ganz oft als Verband wieder mit bestimmten Bildern konfrontiert sind. Von wegen ein, ein Label ist ja immer noch so wie damals ähm, und die CD spielt immer noch eine Rolle und dann kommt ja auch immer ein bisschen dieses Schnarchnasen-Argument, die Branche hat es verschlafen und so. Da finde ich es ganz wichtig, dass man... Diesen unternehmerischen Aspekt, dass du die Freiheit hattest, dann da auch reinzugehen und zu sagen: Nein, nein, ich glaube daran, ich gehe da, geh da rein, ich sehe da einen Markt. Das kann man nicht oft genug ähm, erzählen und ich würde da ehrlich gesagt das auch nicht, ähm, nicht kleiner machen wollen, so ja. im Sinne von zwar ein No-Brainer. Ja, ja, du hast es gerade gesagt, der Branche wird vorgeworfen, ihr habt es verschlafen oder ihr habt nicht erkannt, dass die Zukunft digital ist oder nicht. Ähm, ich glaube schon, dass wir das erkannt haben. Ich kann jetzt nicht für, für alle sprechen. Ähm, aber nochmal. Zu, zurück zu dem, was ich gesagt habe. Mein Verständnis ist, als Label mit Künstlern zu arbeiten, die zu entwickeln, denen beiseite zu stehen, also zu beraten als als Sounding Board und ihnen zu helfen, ihr Publikum, die Fans, neue Fans zu gewinnen. So, da ist uns ja erstmal als als Label, sage ich erst also immer. Der Weg der Konfiguration, wie ich die, ähm, wie ich die Zielgruppe erreiche, in Anführungsstrichen erstmal egal, ob das jetzt eine CD oder ein Vinyl oder eine Kassette oder gerade haben wir es gesehen, eine Musik-DVD oder sowas ist. Plus, wir haben in Deutschland, in der Musikbranche, nie die Handelsebene kontrolliert. Wir waren nie ein, ein B 2 C Business, also egal, ob das in den Zeiten von Vinyl oder CD oder später im Download war, der Handel war immer von unterschiedlichen Partnern. Also lange Zeit in den 90er Jahren war, war der wichtigste Kunde von der Musikindustrie war Karstadt, so, weil die riesige Musikabteilungen hatten und dann irgendwann Bomb übernommen haben. Dann war es zehn Jahre später war es dann äh, Media Markt Saturn. So, die haben uns ja auch nicht gehört und mit denen haben wir uns auch bis auf die Messer gefetzt über Jahresendbonis, Conti, ähm, Rabatte, Discounts etc. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man mit dem Handelspartner da immer äh, Friede für Eierkuchen, irgendwie alles toll ist. Äh. Total. Und du hast gerade eine Sache angesprochen, du hast gesagt, äh, wir haben es gerade gesehen, äh, Musikvideo. Ähm, Conny und ich sitzen hier vor dem Mount Music in Groß, da sieht man in der Grafik die Veränderung des Musikbusiness in den letzten 30 Jahren. Ähm, den werden wir sicher auch nochmal öfter hervorholen und in den Shownotes oder wie das hier heißt, äh, irgendwo mal markieren, damit ihr das auch als Hörer nachlesen äh, könnt, euch anschauen könnt. Denn die, das, was sich da abbildet, ist die technologische Innovation der Branche, die immer eine große Rolle gespielt hat. Und das, was du jetzt vergleichsweise entspannt ähm, auch beschreibst, so über die Spannungen mit äh, den entsprechenden Partnern in den letzten Jahrzehnten, ähm, das hat ja doch just in dem Bereich, wo du eingestiegen bist, um die Jahrtausendwende, eine, eine besondere Hitze bekommen. Äh, und jetzt reden wir, das werden wir nachher vertiefen, auch über wachsende Märkte wieder. Aber lass uns noch mal ganz kurz ähm, zu dir kommen und dein, ähm, deinem unternehmerischen Engagement, denn es gibt ja noch andere Beteiligungen und Firmen, die du, die du mitprägst. Ähm, es gibt einmal das Thema äh, Guerilla Music Management, Jive Records Germany, da bist du auch Co-Owner. Dann, dann gibt es sogar noch die Filmproduktion, ähm, Managing Partner o Yes TV Production Company. Das musste ich auch erst lernen, da kannst du dazu vielleicht auch noch mal kurz was sagen. Ja, also OES oh ist eine Produktionsfirma für nicht für Film, sondern für redaktionelle Musikformate, die ich mit einer befreundeten Agentur, mit der Agentur Alt Kramer, letztes Jahr, also im Jahr 2022, aus dem Boden gestampft habe, um Musikformate zu produzieren. Unser, unser Haupt- oder größter Kunde aktuell ist die Deutsche Telekom. Wir haben ganz Starkes, tolles, redaktionelles Musikteam mit der Annette Scheffel, die vom Musikexpress und von der Süddeutschen Zeitung ist, mit dem Daniel Koch, dem ehemaligen Chefredakteur von Intro. Wo wir sagen, wir wollen den Artist, die wir da porträtieren, die bei uns zu Gast sind, einfach mehr Fläche geben und nicht fragen, wann kommt. Ihr nächstes Album oder wie viel Follower Sie auf Instagram haben, sondern es geht in den, in den beiden Formaten, die wir da aktuell produzieren, so ein bisschen um den, die Story hinter dem Text, was, was motiviert oder was hat dich bewegt, den Song zu schreiben oder den Song so zu schreiben, warum klingt er so, wie bist du da hingekommen. Also das ist für mich ja das Wesentliche eigentlich an meinem Job, ist, dass ich die Künstler verstehe. weil ich sitze auf der einen Seite und... Die sitzen auf der anderen Seite. Die haben diesen Weg oder diesen Beruf gewählt, weil sie ihre Gedanken ausdrücken, ihre Kunst in, in ihren Texten, in ihrer Musik, so wie es eben vielleicht ein, ein Bildhauer auch macht oder eben ein Maler. So. Und wir sind auf der anderen Seite, wir sind die, die, die Professionals. Wir müssen ja das eben dann weiterleiten. Und wie ich es gerade gesagt habe, eben die, die Kette über eventuelle Multiplikatoren zu den... Konsumenten finden. Und je mehr ich ja weiß und verstehen kann, was treibt eigentlich meine Künstler an, was, was bewegt die, wo kommen sie her, was sind ihre Gedanken, umso glaubwürdiger kann ich das eigentlich auch immer weiter erzählen. So, und das ist dieses, ich verstehe, wo meine Künstler herkommen, und ich erzähle es weiter und kann es im besten Fall einer eine größeren Zielgruppe vorstellen, die dann von der Musik begeistert sind. Das ist eigentlich das, wie ich in die Branche reingekommen bin. Ähm, ich war nicht gut genug als Fußballer. Also war dadurch dieser Karriereweg, was ja wahrscheinlich jeder jugendliche, männliche Teenager mal sein will, Fußballprofi, der war relativ schnell ausgezählt. Dann habe ich irgendwann mal versucht, selber Musik zu machen. Das war auch mit sehr, sehr wenig Talent. Das war in welchem Jahr? Ähm, 77, 78, mhm. sowas. Ähm, ich habe dann parallel in dem angefangen, auch in einem Plattenladen zu arbeiten, noch während der Schulzeit. Und habe gemerkt, dass Leute zu mir kommen und mich gefragt haben, so was hältst du von der oder ist es gut? Ich habe denen was empfohlen und die haben das gekauft und kamen nächste Woche wieder und sagten, so, also die Platte, die du mir empfohlen hast, die war echt gut. Dann habe ich angefangen, abends in, in Clubs zu arbeiten als DJ und habe Leuten Musik vorgespielt. Und habe gemerkt, dass die kommen zu mir und sagen, was war denn das? Was hast du denn da gerade Also gespielt? vor Shazam sind die Leute genau. zu dir gekommen. Genau. So, und ich habe gemerkt, dass ich da vielleicht ein Talent habe, unterschiedlichen Leuten... Ihren Geschmack zu treffen. So, und das ist eigentlich nichts anderes, was ich jetzt als Label auch mache. Ja, aber es ähm, ist um einiges ähm, komplexer, was du mittlerweile alles äh, betreibst, zumal ganz frisch du ja auch noch eigene Studios jetzt ähm, äh, übernommen hast und dann entsprechend äh, in den Riverside Studios die Embassy of Music Studios aufgemacht hast was ja noch mal wieder eine weitere Facette ist und die passt perfekt als Puzzleteil dann in das, was du gerade gesagt hast, dass du nämlich auch da etwas anbietest, um dem Künstler, der Künstlerin ein, ein perfektes Umfeld äh, anzubieten, wo er sie seine Kunst äh, dann entsprechend vertiefen aufnehmen, leben kann. Ja, kann man so darstellen, so, so ist es aber glaube ich, nicht gedacht gewesen, weil ähm, das Studio, von heute ist ja erstmal eine, eine Immobilie. Also wenn man jetzt in die, in die Anfangstage der, der Musikindustrie zurückdenkt, da war das Studio oder die Leute, denen die Studios gehört haben, das waren die Gatekeeper, RCA, Recording Company of America, Sun Studios ähm, in Memphis etc. Die, das Studio war teuer, es war komplex, man brauchte ganz viel. Ähm, Fachwissen, um die Geräte zu, zu bedienen, die sie immer weiterentwickelt haben, und, und, und. Ähm, so ist ja heutzutage ein Musikstudio nicht. Also 80 Prozent der, der Musik. Die, die wir hören, die veröffentlicht wird, die kann jemand genauso an einem Laptop machen. Also, Heute ähm, aber noch nicht Ende der 70er Jahre als äh, nee, du es da, versucht hast. Nee, damals <laughs> definitiv noch nicht. Also das heißt, wenn, wir müssen ja auch immer gucken, wenn wir sagen, ja, die Digitalisierung hat die Musikindustrie verändert. Ja, ist ja vollkommen klar, hatte ich gerade schon gesagt, das MP3-Format des Fraunhofer-Instituts. Aber es hat es ja nicht nur insofern verändert, weil der Weg zum Konsumenten viel einfacher ist, weil die Künstler einen One-to-One-Weg zu ihren Fans haben über, über Social Media oder was auch immer, sondern der, ein ganz wesentlicher Teil der Digitalisierung, die die Musikindustrie verändert hat, passiert ja schon in dem Moment, wenn Musik produziert wird. So eben deswegen diese Flut an Veröffentlichungen, wir zirkulieren ja immer gerne, aber auch mit Schrecken diese Zahlen von 100.000 neuen Songs, in den Shops pro Tag, nicht pro Wahnsinn Woche Zahl, pro Tag. Ja. So, ähm, das waren in, in, vor der Digitalisierung, waren es ungefähr 100, 150 neue Singles in Deutschland pro Woche. Wahnsinn. So, ja. und jetzt reden wir von 100.000 Singles. Das ist ja nur möglich, weil eben die... Produktion viel vereinfachter wurde. Eben. Und demokratisiert wurde, ne? wo wir ja wieder dieses Thema so, Digitalisierung trifft auf Demokratisierung. Jeder kann es zumindest versuchen. Die Eintrittshürde ist relativ gering, was das dann qualitativ heißt oder was das auch... Aufmerksamkeitsmäßig heißt bei der Audience, wie man überhaupt dann noch wahrgenommen wird und so, da kommt ihr ja dann wieder als äh, Labels und als Partner der Kreativen mit an Bord. Ne? Genau, also diese Demokratisierung ist ja in Gottes Namen ist ja nicht schlecht, das ist ja gut. Ähm, das hat aber mit dem, mit dem Geschäft, dass wir als Label und, und, und auch als kleineres Label oder als, äh, als ein artist-driven Label, ähm, hat das eigentlich nichts damit zu tun, weil... Wir können so eine Menge an, an Releases könnten wir überhaupt nicht handeln, sondern wir sagen, wir suchen die Künstler eben aus, mit denen wir arbeiten und, und entwickeln die zusammen. Im besten Fall machen wir sie zusammen erfolgreich und, und die bleiben ganz lang bei uns. Ja. So die, diese dieser freie Zugriff auf Produktionsmöglichkeiten plus freie Zugriff dann eben auf die Shops, das ist ja was ganz anderes. So, also ich sage immer, es kann jemand theoretisch hier in in ICE einsteigen in, in Berlin und in den eineinhalb Stunden Fahrt bis Hamburg produziert er einen Song oder komponiert einen Song und wenn er dann in Hamburg in die U-Bahn steigt dann kann er den schon äh, quasi ist er schon digital erhältlich so das macht es natürlich alles viel schneller und dadurch kommt eben diese gigantische Zahl an Neuveröffentlichungen zustande also es ist was voll anderes es zeigt natürlich dass Leute gerne Musik machen was ja erstmal auch nicht negativ sein muss und, und auch eine Möglichkeit ist für, für Talente, sich eben einfach weiterzuentwickeln. Weiterentwickeln ist positiv ausgedrückt. Der harte Wettbewerb zwischen Künstlern und anderen ist klar. Ne? Noch dazu auch mit anderen äh, audiovisuellen Inhalten, mit Games, mit vielem anderen, was dann äh, konsumiert wird. Aber da dann wieder das Thema Qualität, möglichst langfristige Karrieren. Du hast vorhin Fußball angesprochen, letztlich auch das Unterschied, den Unterschied zwischen Spitzensport und Breitensport so herauszufiltern, zu begleiten. Das ist schon eine besondere Zeit, in der wir jetzt über Wachstum wieder reden, was sehr, sehr gut ist. Aber ähm, wo, wo du auch eine Zeit begleitet hast, in der das Ganze irgendwie direkt bergab ging und wo man sich ja auch erstmal wieder sortieren musste, unternehmerisch. Ja, natürlich nur. Das war nicht so, dass ich dachte, oh, ich gründe jetzt eine Firma und dann geht es die nächsten zehn Jahre nur bergab. Also das, man kann ja nicht direkt immer in die, in die Zukunft schauen oder sowas. Die, die Frage habe ich mir auch überhaupt nicht gestellt oder ähm, wenn ich da zu ängstlich rangegangen wäre, ähm, hätte ich vielleicht manche Sachen nicht gemacht oder, oder nicht getraut oder sowas, sondern da, man muss da dann schon als Unternehmer und, und auch als Musikmanager seinem eigenen Geschmack so ein bisschen vertrauen also du hast das gerade erwähnt die Künstlerin das war eine unserer ersten ähm, internationalen Signings das war Carla Bruni so ähm, die man damals vielleicht noch nicht so kannte wie später nachdem sie Sarkozy geheiratet hat Aber mir hat das eben jemand empfohlen hat gesagt diese Platte kommt jetzt in Frankreich raus die klingt ganz toll um, ich habe mir die organisiert mit so einem Mitarbeiter von mir, habe mit dann zu Hause angehört mit meiner Frau und fand diese Platte halt einfach fantastisch. So, und ich wusste aber auch in der Sekunde, wie, wie ich es gehört habe, wer das noch fantastisch mhm. finden würde. Ich glaube, das ist ein ganz wesentlicher Punkt, auch den man als, als erfolgreicher Musikmanager haben muss, dass man auch weiß, welche Leute will ich eigentlich damit erreichen und wie erreiche ich die? Aber das ist ein schöner Punkt, weil du gerade vorhin ja auch nochmal ähm, ausführlicher hergeleitet hast, dass dir dann doch relativ früh klar geworden ist, dass das eine besondere Begabung ist, die du hast. Dass du quasi Geschmack von anderen deuten kannst und dann dir auch vorstellen kannst, dass du denen ein Angebot machst. Genau. Und das, und ja. das ist aber, dass das so zusammenkommt, ähm, finde ich ähm, auch gerade so als dieser, vor dem Hintergrund des sehr technischen Begriffs von, von was machen eigentlich Plattenfirmen, ähm, Vertrieb und diese, die, das wird oft ja sehr technisch, aber an der Stelle wird es ja unheimlich menschlich im Sinne von ich als Mensch traue mir zu, hier eine Aussage zu treffen über auch Erfolg von einem bestimmten, von einer Aufnahme, um nicht das Wort Produkt zu nutzen. Total, aber das war glaube ich nie anders und, und eben auch das, was ich ja vorhin gesagt habe, der Weg, ob das jetzt eben eine Vinyl-Schallplatte oder eine, ein Stream ist, ist ja egal. Also, jemand hört natürlich heutzutage auch viel mehr passiv, also Leanback, wie wir sagen würden, hört sich ähm, Musik eben bei den, bei den Shops an, eher im Vergleich zu einem, wie, wie jemand der Ra Radio eben hört, also eine Art Berieselung. Ähm, das gab es natürlich nicht, weil, wie wir noch physisches Produkt verkauft haben. Oder mehrheitlich physisches Produkt verkauft haben, haben die Leute ja bewusst diese eine CD, Vinylkassette, was auch immer gekauft, um das eben anzuhören. So, ähm, aber das bleibt nach wie vor der, der essentielle Punkt eben eines Record-Labels. Und deswegen ist da für mich der Unterschied jetzt zwischen einem ganz kleinen Independent und einem großen Major nicht viel anders, ja? weil irgendjemand innerhalb von, von der Firma, ein sogenannter ar mann oder ein ar chef der muss auch die Firma begeistern, dass diese, diesen Künstler oder diese Künstlerin, die er unter Vertrag nehmen will, eine Chance hat, dass es ganz viele Leute da draußen gibt, die das diskutieren würden oder potenziell gut finden. So, ähm, und äh, da ist eben die Überzeugung in-house oder die Überzeugungskraft in-house zu den eigenen Mitarbeitern fast genauso wichtig wie eben die Überzeugungsarbeit zu Multiplikatoren, Medien, Konsumenten. Total. Ja, Conny, danke erstmal für, für, diese, für diese Einleitung. Ähm, vielleicht noch ähm, als, als Trivia-Hintergrund, du bist Bekennender-Fan vom ersten FC Nürnberg, so, das muss man auch noch wissen, um dich kennenzulernen hier. Ähm, was haben wir noch vergessen? So weit? Ja, ich würde da auch noch was dazu addieren, aktuell Bekennender und Leidender. Fan, das FC Nürnberg. Okay, das zeigt, dass du ein wirklicher Fan bist. Ähm, dann, ähm, wir, wir hatten vorhin das Thema äh, Verbandstätigkeit ähm, äh, zu Beginn ähm, eingeführt. Bei all dem muss man einfach sagen, du hast dir immer die Zeit genommen, ehrenamtlich im Verband tätig zu sein. Das, das, bei vielen ist es ja so, dass dieses, diese Verbandsmeierei sich nicht so erschließt, muss sich auch nicht jedem erschließen. Aber wenn man, so wie ich, seit so langer Zeit in so einem Verband tätig ist, dann ist es natürlich etwas, wo man auch merkt, dass das Engagement der Mitglieder das ist, worauf es letztlich ankommt. Denn ohne dieses Engagement ist ein Verband nur eine Hülle. Und ähm, da bist du schon in besonderer Weise immer neben den vielen Tätigkeiten, die äh, wir gerade durchgegangen sind. Auch mit deiner Zeit, mit deiner Erfahrung, mit deiner Tatkraft hier bei uns aktiv. Und das ist etwas, was ich an der Stelle nochmal besonders herausholen will, weil das ist, ist nicht selbstverständlich. Ja, schön, dass du das so siehst. Also, ich habe es ja auch gern gemacht. Also, ich bin jetzt nicht so wie Thomas Müller. In, in Doha klingen. Ich habe es <laughs> aus Liebe für euch, für die Fans gemacht. Ähm, aber, aber, ist, aber vielleicht auch noch das an der Stelle, weil das habe ich vorhin ein bisschen, äh, das habe ich unterschlagen. Du bist ja auch auf internationaler Ebene tätig bei unserem Dachverband IFPI, International Federation of the Phonographic Industry. Bist du ja für die europäischen Independents auch im Mainboard drin. Das heißt, es ist nochmal eine zusätzliche Ebene, äh, wo du auch da ansprechbar bist und ähm, entsprechend die Fahne hochhältst. Aber das sei jetzt als als Einleitung genug und ich würde sagen wir machen dann an der Stelle mal die Themen auf weil wir haben ähm, uns äh, für für die heutige Folge vorgenommen dass wir zunächst mal auf die Marktentwicklung eingehen weil wir gerade Ende Februar die neuen Marktdaten veröffentlicht haben und ähm, dann wollten wir auch das Thema äh, lokales Repertoire mit dir vertiefen weil du da auch in besonderer Weise ähm, dich engagiert hast über die Jahre. Wir hatten es jüngst bei der letzten äh, Mitgliederversammlung auch noch mal so in der Tiefe. Und an der Stelle haben wir ähm, erlebt, dass die Auswertung der letzten Airplay-Charts dann doch uns äh, ganz schön was ins Stammbuch schreibt. Da kommen wir gleich dann dazu. Ähm, und insofern würde ich sagen, fangen wir jetzt mal mit dem Markt an. Gerade frisch veröffentlicht. Die Headlines waren meistens die 2 Milliarden Euro-Marke wurde geknackt. Dass, wenn man das hier neben uns auf dem Mount Music so anschaut, sieht man ja klar, das ist eine Marke, die, die hat man im Blick. Ja. Ähm, aber ähm, jenseits dessen, äh, was, was sind denn für dich so deine Haupt-Takeaways, die du vom vom letzten Jahr hast, für die du besonders herausstellen würdest? Also für, für mich als Inhaber, Geschäftsführer eines Independent Labels würde ich jetzt nicht sagen, Mensch, im Jahr 2022 ich habe ich hier irgendwas erkannt, gelernt, gesehen, was mir so noch überhaupt nicht klar war. Also, das, das ist ja ein ongoing Business, ein ongoing Prozess, dass wir sagen: Okay, digital wächst jedes Jahr zweistellig und, und das ist natürlich hauptsächlich das Streaming. Das ist ja logisch. Also, da brauche ich jetzt auch nicht im Verband tätig sein, um das zu kapieren. Deswegen jetzt irgendwelche neuen Erkenntnisse aus dem letzten Jahr sind nicht da. Wenn du mich jetzt ähm, Ende 2021 gefragt hätte, wie wird 2022, hätte ich gesagt, genau so wird's. Also, <lacht> <lacht> Gut, du bist aber auch, du bist auch ganz tief drin. Ähm, und ähm, vielleicht der ein oder andere Zuhörer äh, nicht so. Ähm, wenn, wenn du dich jetzt aber an der Stelle vielleicht nicht ins Jahr 2021, 2022 zurückversetzt, sondern. Ähm, vielleicht mal die Frage, wenn man, wenn man auf die letzten fünf Jahre schaut, ähm, wird ja oft aufgegriffen in den, in den feuilletons das Thema Vinyl, ähm, das Thema CD, wann ist die CD tot? Ist die CD tot? Gibt es da irgendwas, was du an dem, an dem Mix, wo du sagen würdest, naja, das ist dann schon nochmal ähm, anders gekommen, als man es vielleicht äh, eingeordnet hätte? Oder würdest du auch da sagen, es ist ein ein vergleichsweise stabiler, äh, stabile Forecast-Entwicklung gewesen. Ich meine, wir sind ja nicht das einzige Land in der Welt, wo Musik konsumiert wird oder Geld für Musik ausgegeben wird. Ähm, Märkte wie, wie Holland oder Schweden oder England, die teilweise in, in so einer Entwicklung von den Formaten immer einen Tick uns voraus waren, haben ja genau dieses Bild gezeigt. Also, wir haben ja, glaube ich, letztes Jahr schon gesagt, dass in den USA der Anteil an Vinylverkäufen höher ist als der Anteil von CD-Verkäufen. Das ist genau diese Entwicklung, die bei uns jetzt auch stattfindet. Wir haben in Deutschland eben den den Bereich des physischen Marktes immer noch st stark vor uns hergetragen und auch eine, eine gute Abdeckung an Händlern gehabt. Waren da in, in Europa der stärkste physische Markt für eine Zeit, aber Irgendwann ist es dann halt doch weniger geworden. Dann haben wir gesagt: Mensch, in Holland sind so noch 20% physisch. Jetzt sind es in Deutschland halt auch weniger als 20%. Also, ja, es kam, wie es kommen musste, würde ich mal sagen, jetzt was die Formate betrifft. Die Frage zum Vinyl ist interessant, ist gut. Ich habe sehr erzählt, ich habe angefangen in einem Plattenladen, da gab es nur Vinyl und ein bisschen Kassetten auch. Um, die CD ist eingeführt worden in, in der Zeit, wie ich in dem, in dem Record Shop gearbeitet habe. Dass Vinyl als haptisches Produkt einfach ein tolles Format ist, ist ja vollkommen klar. Das Wachstum von in dem Bereich Vinyl, muss man auch sagen, wenn man ein bisschen näher hinguckt, ist natürlich jetzt nicht nur Frontline, sondern da gibt es natürlich auch... Ähm, die 40 Jahre Woodstock Box und ähm, Reissues von Led Zeppelin und was auch immer. Also da, da ist der, der Kataloganteil natürlich schon auch relativ hoch. Wahrscheinlich wäre der Anteil von Vinyl noch höher, ähm, wenn es nicht die Engpässe eben in der Fertigung auch geben würde. Also Thema Produktionskapazitäten, hoffentlich weiterer Ausbau, dann noch mehr Tiefe im Katalog, ähm, Longtail, dann auch für die Jüngeren. Genau, also es ist ja, Vinyl ist mittlerweile auch ein sehr gefragter Merchandising-Artikel bei Konzerten, ja, dass eben Bands ähm, weniger T-Shirts dafür mehr Vinyl verkaufen. Ja, und, und das finde ich schon, also das ist was, was mich wirklich erstaunt hat, wie viel Vinyl bei Konzerten verkauft wird. Weil man muss ja auch überlegen, der Konzertbesucher geht ja danach auch nicht unbedingt direkt nach Hause, sondern schleppt dann noch den ganzen Abend da. Um, so eine, so eine 12-Inch mit sich herum. Also das ist schon, Hoffentlich eine ja, schwere. Ja, 180 Gramm sind es <laughs> mindestens. Genau. Ähm, dann äh ja, also äh, Marktentwicklung sagst du ähm, keine große Überraschung, die 2 Milliarden äh, Euro Marke ist eher eine für die Geschichtsbücher, die noch dazu nicht inflationsbereinigt ist und deshalb auch nicht so viel aussagt im Vergleich zu dem Peak, den wir damals Das ist mehr, ne, das mit den inflationsbereinigt, genau kann man so sehen, kann man auch nicht so, weiß ich nicht, wie die andere Industrieverbände das machen. Nur eine Sache nochmal da an, angeschlossen, was ich vorhin gesagt habe. Ich habe in, in der Musikbranche, ähm, oder in dem, in dem Plattenladen, gearbeitet, wie die CD eingeführt wurde. Ich sage jetzt mal grob 1983 oder sowas. 40 Mark die CD? Nicht ganz. Okay. 30, 35 okay. Mark. Äh, 35 Mark. So Und wenn ich jetzt sage, was kostet eine CD heute? 15 Euro vielleicht? 16 Euro? 13,99? Also ist eigentlich... Der Preis von der CD in diesen knapp 40 Jahren oder 40 Jahren gleich geblieben. Wenn man es jetzt vergleichbare andere Sachen, ich rede jetzt nicht von der Maßbier Bier am Oktoberfest, aber wenn man es jetzt mal mit dem Konzertticket, also quasi unsere ähm, eine andere Einnahmequelle des Artists anguckt, da weiß ich noch, dass wir in, in dem Jahr war ich in München im Olympiastadion bei Prinz, das war so gerade die Zeit, wo Prinz der, total durch die Decke ging und der, der coolste Künstler aller Zeiten war, da hat die Karte im Olympiastadion 50 Mark gekostet. Mhm. Und da haben wir gedacht, 50 Mark für ein Konzertticket, das ist ja, es ist uns wert, wir haben sie natürlich gekauft, weil wir Prinz sehen wollten, aber wir haben gedacht, das ist eine Schallgrenze, also die wird, ähm, die wird sonst nicht mehr erreicht, so wie die 222 Millionen, die eben Neymar gekostet hat 2017, die wurden auch bisher nicht übertroffen, so waren für uns diese 50 Mark, für Prinz im Olympiastadion so 50 Mark. Was hat damals der Eintritt beim FC Nürnberg gekostet? Stehplatz 4, Euro, 4 Mark 50 oder okay. sowas. Für 90 so, Minuten. Ja, also das heißt, der, der Preis für ein, ein Fußballticket, das hat sich natürlich auch entwickelt, aber der, für 50 Mark, also 25 Euro, kriegst du heutzutage kaum noch Karten. Ich hätte mir überlegt, mir Roxy Music anzugucken, weil ich so ein großer Roxy Music Fan bin. Und die haben letztes Jahr nochmal eine Tour gemacht. Da hätte... Im Madison Square Garden bestuhlt, wenn man unten im Foyer sitzen oder im Parkett sitzen will, die Karte 1900 Dollar gekostet. So. <laughs> ja, Verknappung. Ich habe aber keine Ver mehr bekommen. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, aber da, da sind wir ja auch wieder bei dem Thema, äh, vorhin angesprochen, 100.000 Songs äh, pro Tag hochgeladen auf den Diensten, ähm, absolute Überflutung ähm, und dann aber das Thema Verknappung von Live-Event, ähm, Live-Erlebnis. Ähm, Legacy Artists auf Tour, äh, kleine Venues, vergleichsweise kleine Venues, äh, und dann geht der Preis durch die Decke. Ne? Der Wert äh, erklärt sich durch Live dabei sein. Äh, once in a lifetime, Madison Square Garden oder nicht. Aber äh, ja, Wahnsinnsentwicklung, die ich ehrlich gesagt äh, seit der Zeit kenne. Als ich im Verband angefangen habe, weil es damals nämlich immer so mir aus der aus der entsprechenden Schwesterbranche gesagt wurde: Ja, ja, das hat sich halt geändert. Äh, jetzt sind wir diejenigen, die wichtiger sind und deshalb gehen bei uns die Preise hoch. Und da, wo ihr abstürzt, da wächst es bei uns, ähm, was natürlich ähm, provokant und, und verkürzt war. Ähm, aber äh, in der Tat, das, das sind schon große Verschiebungen gewesen. Ja, aber ich glaube auch, oder ich finde es falsch, die das, die, als Konkurrenz oder Absolut. oder das gegenseitige <laughs> ja. Messen, wer macht mehr Umsatz, Recorded Music oder Live? Das eine geht in Anführungsstrichen ohne das andere nicht. Also der, der Künstler, der nie erfolgreiche Singles oder Alben oder sowas veröffentlicht hat, der wird sich auch schwer tun, Tickets zu verkaufen. Und ähm, je mehr ein Künstler Tickets verkauft oder erfolgreicher on Tour ist, umso mehr profitieren wir als, als die Partner der Künstler für den Bereich Recorded Music davon, ja, auch wenn, wenn der Künstler irgendwo spielt, wo ihn vielleicht noch nicht so viele Leute kennen und und ähm, sich das rumspricht oder das Publikum den, der, die Musik entdeckt und oder schätzen lernt, weil sie ihn oder sie irgendwo live entdecken. Also das, das ist beides, geht Hand in Hand und, und das, der eine Erfolg kann den anderen beflügeln. Wichtiger Punkt, ähm, gerade vor dem Hintergrund der, der riesengroßen Krise des Live-Sektors jetzt mit Blick auf Corona, weil da gab es ja durchaus so die, die Wahrnehmung auch, naja, uns als Branche äh, betrifft das Ganze nicht so, ähm, der Live-Sektor ist down, ähm, wir haben ja den Schaden nicht, weil wir auch daran nicht partizipieren, normalerweise, jetzt mal so kalt gesprochen, äh, aber wo wir immer sagen: naja, Ganz so einfach ist es auch nicht, weil letztlich steht der Künstler in der Mitte und man ist auf beiden Seiten Partner und da kann man nicht einfach sagen, das betrifft uns nicht und zwar jetzt nicht nur wegen der Release-Planung oder wegen irgendwelcher äh, Studios, die man gerade nicht betreten darf aufgrund von irgendwelchen Lockdowns, sondern weil man eben doch gemeinsam in einem Boot sitzt. Total und, und ähm, wir, wir, also nicht nur die, der Bereich Recorded Music und, und Live, wir sind da ja eben die Partner der, der Künstler oder die, die Multiplikatoren für die, für die Arbeit, die, die Kreativität, ähm, die die Künstler eben schaffen Und wenn deren wie soll ich sagen, ja, Bewegungsraum eingeschränkt ist, weil sie nicht ähm, auftreten können, was eben zu der Zeit einfach nicht ging, Punkt, ähm, dann ist es für uns auch nicht gut ja so wenn die nur den ganzen Tag zu Hause sitzen oder im Studio oder sowas ähm, fehlt denen vielleicht auch eine Inspiration oder ist beim einen so beim anderen ja. anders ja also, da, da sind wir dann schon gemeinsam drin gewesen würde ich sagen ja. ich habe ein Thema mir noch notiert du hast es ein paar Mal angesprochen das Thema Independent Label ähm, wir haben ja in der Branche in besonderem Maßen immer dieses Majors und Independence als eigentlich ich habe das Gefühl das ist eigentlich eher was was wir in der Branche miteinander immer wieder neu ähm, uns gegenseitig äh, erzählen. Und das spielt in der Außenkurve gar nicht so eine große Rolle. Ähm, aber jetzt mal auch auf die vergangenen, sagen wir mal, zwei, drei Jahrzehnte äh, geschaut, hast du das Gefühl, dass diese Unterscheidung äh, wichtig ist, wichtiger geworden ist oder überhaupt irgendwas hergibt jetzt so für die, für die Zuhörer heute hier? Hm. Ähm, die Unterscheidung ist. Elementar, weil, wenn ich Geld ausgebe, um, weil ich an den Künstler oder Künstlerin glaube, dann gebe ich mein eigenes Geld aus. So, Punkt. Das ist schon mal der elementarste Unterschied. Ähm, ansonsten, ich glaube, in der Betrachtungsweise eines Konsumenten spielt das, glaube ich, fast keine Rolle mehr. Also, so in dem Bereich, wo wir eben jetzt sind, mit noch mehr digitaler, noch mehr Subscription Streaming und eben nicht, ich habe jetzt eine CD oder eine Vinyl in der Hand, wo eben der Absender nämlich das Label draufsteht und man dann weiß, ob es jetzt ein Indie oder ein Major ist, das weiß ich ja, wenn ich heute eine Playlist mir anhöre, da weiß ich ja gar nicht mehr, wer der Absender ist, außer ich klicke dann das Profil des Künstlers an und die jeweilige Veröffentlichung und scroll dann runter, dann sehe ich, wer das ist. Also in der, in der Außenwirkung ist es ähm, bei dem Level des oder bei der Ebene des Endkondumenten eigentlich relativ unwichtig. So, jetzt müssen wir mal gucken, den, den Bereich, der Bereich, der Ausdruck Independent Labels kommt ja aus den Ende der 70er Jahre eben aus England und damit hat man erstmal eigentlich auch eine Art von Musik, Independent Rock oder eben das Label der Shop Rough Trade aus London, das war das erste Independent Label, da waren dann die Smith zum Beispiel drauf, also es war dann auch eine, eine Haltung, ein Genre. Ein, ein Genre oder sowas. Ich meine, in, die, in, in den letzten zehn Jahren waren einige der, der, der größten Acts die, oder erfolgreichsten Acts in Deutschland sind auf Independent Labels oder sind auf Independent Labels gewesen. Also Scooter, die Toten Hosen, Adele. Ähm, also das ist ja nicht mehr, das ist ja keine Musikgenre, sondern es ist erstmal die Gesellschaftsform des veröffentlichten Labels. So. Mhm. Ähm, da ist natürlich die Interessenlage doch oft anders. Die, Kap die Kapitalisierung, das ist de der größte Unterschied. Also, wir hätten bestimmt auch noch ähm, 30 andere Acts gesignt aber wir hatten einfach das Geld nicht dafür. Hm. Oder wir haben ganz viele Acts verloren, die bei uns waren, die danach zu einem Major gegangen sind. Ich muss aber auch sagen, die waren alle danach nicht mehr so erfolgreich, wie sie bei uns waren. <laughs> So, jetzt müssen wir den Faktencheck eigentlich einführen. Ähm, äh, Conny, äh, aber nochmal, Independent, ähm, du hast vorhin über deine Zeit im Plattenladen gesprochen. War das damals etwas, was eine große Rolle gespielt hat, als du im Plattenladen gearbeitet hast? Also dieses eine Fach dann so Independent Music irgendwo? Oder war das was, was du so, was, was wirklich ein, sagen wir mal, ein... Ein, ein, ein Teil deiner Tätigkeit auch ausgemacht hat, wenn, wenn es darum ging, äh, was für Musik kommt gerade von wo, was für Genres sind gerade ähm, in Klar. Klar, natürlich als, als Musikfan, als Nerd, als jemand, der im Plattenladen gearbeitet hat, da hat man, oder auch später in meiner Karriere, da hat man sich natürlich immer damit beschäftigt, ah, ist denn jetzt dieser Act, ist jetzt bei dem so und so kleinen Label und dieses kleine Label wurde gekauft oder der Künstler hat gewechselt von einem kleinen Label zu einem großen, hat es dann seine Karriere beeinflusst, positiv oder negativ, hat seine Musik beeinflusst, positiv oder negativ, muss er jetzt nur noch Hits schreiben oder nicht, klar beobachten wir das aber dem. Nochmal, die Record Companies machen nicht die Musik, sondern das, der, Künstler, der Künstler landet ja auch nicht aus Versehen bei einem Major, sondern irgendjemand hat zu ihm gesagt, vielleicht sein Manager oder wer auch immer, oder sein Anwalt: Ja, du gehst jetzt zu dem und dann läuft deine Karriere vielleicht anders, vielleicht auch nicht. Ich kenne genug Beispiele, wo es nicht positiv war, aber das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ähm, im Endeffekt entscheidet es immer der Endkonsument, weil er sagt, das will ich hören oder das will ich nicht hören, oder ich bin bereit, dafür Geld auszugeben oder nicht. Ja. So. Und wenn wir da vielleicht mal reinpieksen, ähm, wir haben ja im Verband auch gemeinsam immer wieder die Herausforderung, das zu vermitteln, was sich in der Branche so getan hat in den letzten 20, 30 Jahren. Und genau dieses Thema, wer hat welche Rolle, äh, worum geht es eigentlich, dann Thema Investment, was ist einfach nur eine Frage von Geld, was ist kreative Partnerschaft, wie bringt man eine Karriere auf die nächste Ebene, was auch immer das dann ist. Wo, wo, wo siehst du da so aktuell ähm, besondere Herausforderungen, um das auch anderen zu vermitteln? Weil ich habe manchmal so das Gefühl, die Branche hat sich so schnell in so kurzen Zeiträumen verändert, dass... Menschen umso mehr sich an Plattenfirma wieder festhalten, an der Begrifflichkeit und gleichzeitig in den Fötons dann wieder das Thema Vinyl nochmal und nochmal beschrieben wird, so, wo man immer sich fragt, so, ja, aber das Ganze sieht doch so anders aus. Und klar, wir sind ja auch nur ein Verband. Das heißt, wir sind nie immer der einzige Absender von solchen Nachrichten, aber dieses Erzählstrecken zu finden, um Leuten das auch nochmal näher zu bringen, so, das ist nicht mehr so, wie ihr denkt, wie es mal war. Okay, das war jetzt eine vielschichtige ähm, Frage. Der Müntefering hat mal gesagt, nach Papst des SPD-Vorsitzenden zu sein, der schönste Job der Welt. Ich würde ihn da korrigieren und würde eher sagen, der schönste Job der Welt ist eben bei einem Independent Label zu arbeiten mit tollen Künstlern und mit tollem Personal und mit tollen Kollegen. Ähm, das muss man aber erstmal verstehen und auch ähm, wollen. Ja, jetzt zu dem. Was du sagst, ja, kapieren das die Leute? Ist es so? Ähm, ist es ein attraktiver Arbeitsplatz? So habe ich deine Frage ja verstanden. Ähm, da hat sich wirklich in den letzten zehn Jahren wahnsinnig viel getan, weil genau in dem Zeitpunkt, wo, wo unsere Branche in zweistelligen Prozentzahlen nach unten ging und wir als Auslaufmodell galten. Und die Künstler brauchen ja eh keine Labels mehr, die können ja alles selber. Guckt ihr ja an, was Radiohead gemacht hat oder was weiß ich. Es war ja immer das Gleiche, was gesagt wurde. da war Fortschrittsverhinderer. Ja, da war das schon so, dass ich auch gemerkt habe, Mensch, uns fehlt da jetzt schon ein bisschen der Nachwuchs an Leuten, die ich einstellen würde, die sie bei uns bewerben. Ähm, weil es dann doch eben cooler war, bei irgendeinem Start-up oder bei einer der, der großen Tech-Firmen oder sowas zu arbeiten. Ich glaube, dass da tatsächlich der, der Ansatz oder die, die Schaffung der Popakademie in Mannheim eine unglaubliche Veränderung gebracht hat, dass, dass wahnsinnig viele junge Leute eben. Weil Musik findet ja jeder gut. Es ist jetzt ja nicht so, dass jemand sagt, ja, ich arbeite nicht in der Musikbranche, weil ich ja Musik doof finde. Also, so, wie Leute sagen können, ja, ich will nicht auf dem Oktoberfest arbeiten, weil ich Bier doof finde. So, also, de, es gibt oder im Fußballstadion. De, ja, es gibt ja genug Leute, die, oder nach wie vor, de, de, der technische Fortschritt hat ja nicht die Attraktivität von Musik ähm, begrenzt. Also de, wir haben, wir arbeiten mit einer der, der Größten Leidenschaften, die die Menschheit hat, nämlich für Musik. Also ein, ein Leben ohne Musik ist ja unmöglich. So, also muss doch auch ein Leben mit Musik, das heißt ein Leben innerhalb der Musikbranche, unglaublich attraktiv sein und mit wahnsinnig viel Leidenschaft zu füllen sein. Das ist doch vollkommen logisch. So, wenn, wenn man natürlich immer nur liest, ja, ihr seid eine aussterbende Branche und so weiter, dann ist es für junge Leute auch nicht attraktiv. Wir verschicken Abmahnungen. Ja, das kam aber auch noch eine Zeit lang, was damit mit reingespielt hat. Ich glaube, dass das aber eher, was war auch auf deiner Ebene, auf einer juristisch-politischen Ebene, uns nicht gut in die Karten gespielt hat. Aber trotzdem richtig war, das zu machen, weil wir ja sagen, wir verteidigen das Werk und unserer Künstler so aber der der was ich gesagt habe mit der Pop Akademie ist wirklich eine ganz tolle Nachwuchsschule Leute die eben ihre Leidenschaft zum Beruf machen wollen ja. ich bin einen anderen Weg gegangen mein Ticket wird so wahrscheinlich nicht mehr geben so das Ticket aber über die Pop Akademie funktioniert in jedem Jahrgang ja und ist am Anfang belächelt worden, nach dem Motto: Aha, man kann jetzt also schon Pop studieren. Von mir oh, auch. Von dir auch. <laughs> Na, dann schaut dort an die Popakademie an der Stelle. Das war äh, direkte äh, Respektbekundung. Ja. 20 Jahre jetzt schon, ne? Ja. Also auch dieser Zeitraum, den wir jetzt ein paar Mal im Blick hatten, ähm, weil wir gerade das Thema Politik gestriffen haben. Du bist ja sehr ähm, politisch, auch in deiner Wahrnehmung. Du ähm, bist sehr. Interessiert und ähm, sehr, ähm, ja, das hat mich über die Jahre immer wieder beeindruckt, dass du so viele verschiedene politische Diskurse verfolgst und die dann auch verknüpfst, so in den Diskursen, die wir haben, in den, in den Gesprächen über jetzt nicht Abmahnungen, sondern wirklich um dieses Thema herum. Wie schafft man es denn zu vermitteln, dass das, wofür wir eintreten als Branche, zumindest ein bisschen mehr Gehör oder Respekt findet? Und an der Stelle, wie, wie siehst du denn gerade die, die politischen Diskussionen rund um unsere Branche? Also ich finde eigentlich, je weniger Diskussionen um unsere Branche im politischen Umfeld sind, umso besser ist es. Da spricht Aber, der Unternehmer. Ja, vor, vor 30 Jahren hat, hat überhaupt keiner über uns gesprochen, oder vor 40 Jahren, oder wie, wie, ich, in, wie ich angefangen habe, in der Musikbranche zu arbeiten. Das ist jetzt ja immer noch, in Anführungsstrichen, gefühlt neu. Ähm, es kam natürlich durch eine. eine der, unser Wunsch oder unser Herantreten in der Musikbranche an die Politik war natürlich aus dem ureigensten Interesse zu sagen, hallo, hier läuft was extrem aus dem Ruder im Bereich Internet, Peer-to-Peer ähm, -Peer, etc. Wenn wir das einfach so laufen lassen, hat es nicht nur eine, einen negativen Effekt für uns vielleicht oder für unsere Künstler, sondern einfach für eine gesamte Kreativwirtschaft. So, deswegen mussten wir ja den Weg zu, zur Politik suchen, zum Gesetzgeber, um zu sagen, halt, diese Situation kann für eine gesamte Kulturindustrie schwierig werden. Ja, so. Ähm, jetzt ist es vielleicht ein Tick anders, weil du hast mich gefragt, wo, wie sehe ich das jetzt? Jetzt hat zum Glück oder hoffentlich eben die Bereitschaft der Konsumenten, 10 Euro, 10 Pfund, 10 Dollar, wie auch immer, wo sie wohnen, zu zahlen, um eben diese, ihre Leidenschaft für Musik. Zu genießen oder eben dann, egal ob ich das zu Hause oder auf dem Smartphone oder in der U-Bahn oder wo auch immer höre, ich kann immer Musik hören und das für 10 Euro. Das ist ja ein unschlagbares Angebot. Also, warum soll ich mich dann da irgendwie auf irgendwelchen illegalen Ser ähm, Servern in der, in der Südsee oder in der in, wo auch immer tummeln, um Musik zu hören? Diese 10 Euro, wem es das nicht wert ist, ähm, der ist. Auch dann kein Musikfan oder kein potenzieller Kunde. Ich glaube, wir haben eben aktuell, glaube ich, 18 Millionen Menschen, die in Deutschland in einem bezahlten Abo sind. Das sind schon ganz schön viele. Und da hat die Branche gemeinsam mit den Partnern echt viel geschafft. Bewusstsein geschafft, gute Angebote geschaffen. Wir haben ja immer gesagt, es gehört beides dazu. Das geht jetzt nicht nur darum, Rechte durchzusetzen und abzuschrecken, sondern das Angebot muss schon stimmen. Aber wenn wir das jetzt mal. Und es war eine sehr abstrakte Diskussion für viele. Wir haben über rechtliche Rahmenbedingungen gesprochen, gesamtgesellschaftliche Debatte über Haftung und so. Das, also Jetzt sind wir aber ja da politisch nochmal an einem anderen Punkt, wo plötzlich dieses Ich will aber verstehen, wer wie viel verdient, äh, sich da eingeschwungen hat. Ne? Und so dieses Wir wissen, es wird eine, eine Studie geben. Der Beauftragten für Kultur und Medien, Claudia Roth, wo man dieses Musikstreaming-Business mal genauer durchleuchten will. Aber ist das was, was zu dir spricht, im Sinne von kannst du politisch nachvollziehen? Oder weil du vorhin ja auch gesagt hast, sie sollen am besten gar nicht über uns groß reden, so dann, dann ist es gut. Wie, wie, wie löst sich das bei dir auf? Oh, das war jetzt so Markus lanz <laughs> Was macht das mit einem, wenn das BKM eine Studie zu deinem Geschäft macht? Ähm, ich finde es erstmal strange, muss ich sagen. Wir nehmen das jetzt so hin, sagen auch, okay, wir haben eigentlich auch nichts zu verstecken. Also ich auf jeden Fall ganz sicher nicht. Dann macht's halt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, irgendwie ähm, der Gesetzgeber oder irgendein Ministerium. Würde jetzt untersuchen, wie viel Gewinn die Bierbrauer machen würden oder ähm, wie viel die Flaschen kosten, in die sie ihre Bier abfüllen oder sowas, dann würde das, glaube ich, schräg rüberkommen. Es ähm, zeigt auf der anderen Seite, dass die Leute halt wahnsinnig engagiert, leidenschaftlich sind, weil Musik eben ähm, genauso wie Fußball Leidenschaft pur ist und deswegen jeder am liebsten damit reinquatschen will. So, ähm, das jetzt. Ein relativ hoher sechsstelliger Betrag von Steuergeldern bis 500.000 Euro. Ja, da reingeht, finde ich schon irgendwie merkwürdig. Um, wobei die sich bei mir übrigens immer noch nicht gemeldet <laughs> haben, die das machen wollten. Um, vielleicht, weil sie wissen, dass ich nichts zu verstecken habe. Nochmal, das kann gemacht werden. Es ist jetzt nicht so, dass wir dann da sitzen und sagen: Oh Mann, was kommt denn dabei raus? Ich glaube, das. Wichtiger ist, wenn jemand so eine Studie macht, ist, dass er wirklich mh, tief in die Materie reinguckt. Eben genau das, was jetzt eben geht, was, was, wie sie ihre Musik veröffentlichen können, was eben früher nicht ging, weil da gab es die Gatekeeper der Studiobesitzer, dann gab es die Gatekeeper, der, die die Presswerke hatten, die, die Shops, die Plattenfirmen und, und, und. So, das heißt. Ähm, demjenigen Künstler oder Künstlerin ist ja momentan alles freigestellt, ob er es eben einfach selber direkt da irgendwo hochlädt und dann erscheint es irgendwo, ob er einen, einen sogenannten Vertriebsvertrag mit einer Vertriebsfirma oder einem Major macht, ob er einen Bandübernahmevertrag, einen, einen master machen will oder einen Künstlervertrag. So, es gibt ja eine ganze Facette an Möglichkeiten. Niemand zwingt ihn ja, das eine zu machen oder das andere zu machen. So. Aber derjenige, der die Studie macht, muss eben das auch verstehen, welche unterschiedlichen Veröffentlichungsmodelle oder rechtlichen Modelle es gibt für einen, für einen Artist heutzutage und nicht einfach sagen, ja, im Durchschnitt äh, hat der <laughs> Künstler in Deutschland nur eine Lizenz von XY. Ich, das kannst du überhaupt nicht errechnen. Wie, wie geht denn das? Also, äh, Komplexität und, und dann äh, Reduktion von Komplexität für Studien, äh, das wird spannend. Wir begleiten es, wir haben Hilfe angeboten, wir haben Erklärungen angeboten, ähm, wir werden sehen, was rauskommt. Hoffentlich geht es dann aber weg von den Anekdoten, weil das ist natürlich das, also das finde ich persönlich am schlimmsten, wenn es dann im politischen Raum immer heißt, ja, aber ich habe mit der oder dem so und so gesprochen und der hat gesagt, er verdient mit dem und dem nur so und so viel. Wo man immer denkt, so, ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Das hat derjenige gesagt, aber es ist doch wieder nur eine Anekdote und keine Aussage über eine Branche. Ja. Ja, genau, aber dafür haben wir euch hier vom Verband, dass ihr <laughs> das dann denen erklärt. Okay. Ähm, wir springen zum zweiten Themenblock und das ist das Thema deutschsprachiges Repertoire, Local Repertoire, Newcomer. Warum habe ich diese drei Begrifflichkeiten gleich so genannt? Ähm, ich glaube, dass da nämlich... Ab und zu die Dinge durcheinander gehen und ähm, das auch wahrscheinlich so ganz trennscharf nicht auseinandergehalten werden kann. Ähm, aber wir zuletzt eben jetzt mal mit dem deutschsprachigen Repertoire angefangen haben, in der Diskussion, in einer Veröffentlichung von uns, in der wir die Airplay-Charts des letzten Jahres uns angeschaut haben und festgestellt haben, unter den Top 100 kein einziger deutschsprachiger Song. So. Kann man so hinnehmen, kann sagen, wir waren schon immer schlecht, die deutsche Sprache ist immer schon nicht so weit gereist. Ähm, wenn du da dich, wenn du da reinzoomst, Conny, würdest du sagen, da ist jetzt echt der Tiefpunkt erreicht und das, deshalb haben wir da zu Recht so laut auf den Tisch gehauen? Oder gehst du da ein bisschen entspannter ran und sagst, naja, ähm, es hat, haben sich schon immer Wege gefunden und da war halt der deutsche Hit gerade nicht da, weil ich meine, null Hits Top 100 Airplay im Radio? Weniger geht halt nicht. Also ich glaube nicht, dass wir hart da draufgeschlagen hätten, wenn es in Frankreich passiert wäre. Die hätten hart draufgeschlagen. <laughs> also, da sind wir doch deutlich dezenter, damit so einer deutschsprachigen Keule um uns rumzukloppen. Es ist trotzdem erstmal nicht gut. Es ist nicht gut, weil da schon ein anderes Bewusstsein da sein sollte bei den... Ähm, Verantwortlich von den Radiostationen und da muss man dann schon auch da, hauptsächlich die öffentlich-rechtlichen Sender eben in die Pflicht nehmen. Die haben ja auch durch unser eben föderales System, die Landesmediengesetze, auch immer einen, sollten sie ja auch sozusagen die, die das lokale ähm, Musikszene im Blick haben und ähm, die auch gern in Mundart sein kann. Ja, also bayerisch. Wir, ja, also es war, ich, hatte, ich komme da jetzt wieder zurück, in der Zeit, wie ich im Plattenladen gearbeitet habe, wir hatten ein eigenes Fach, das war Austro-Pop. Da mhm. waren eben die mhm. ganzen Peter Cornelius, Ludwig Hirsch, Georg Danzer, Wolfgang Ambos. Ich selber habe es nicht gehört. Es war aber erfolgreich, weil das eben Sender wie eben der bayerische Rundfunk diese Musik viel gespielt haben. So, das ist jetzt noch nicht mal aus, aus Deutschland, sondern eben aus Österreich. Aber österreichische, österreichische Künstler waren eben in, diesem, äh, in dieser Zeit sehr erfolgreich. So, das heißt, wie kann denn überhaupt jemand, der aus, ne, aus einer Region, aus dem Sendegebiet, wird der überhaupt noch gehört von den Verantwortlichen? Ja? Hm. Ähm, das fällt ja komplett weg, wenn du nur noch Englisch machst. Dann kann man natürlich sagen, ja, der DJ-Produzent XY, der kommt tatsächlich auch aus, ähm, aus Pirmasens, deswegen spielen wir ihn beim SWR3 oder sowas. Dann hat es auch eine gefühlte Nähe, aber es ist ja für den Hörer was ganz anderes, als wenn es die, 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 die eigene Sprache ist. Weil Radio bei uns in Deutschland wird ja gehört, eben genau, weil es eben eine Art Local Flavor hat. Weil also, das ist eben genau anders, als es eben in, in Holland, England oder, oder Frankreich ist, wo die Radiosender, die großen Reichweiten, starken eben zentral sind oder nationwide die gleichen sind. So, das heißt, wir hören ja Radio, weil wir. Nachrichten aus der Gegend, Verkehr, meinetwegen auch aus der Gegend oder Wetter und so weiter. So, warum biete ich denn dann den Hörern auch nicht Musik aus meinem Sendegebiet an? Ist doch eigentlich das Logischste, was man machen könnte. Aber man braucht dazu halt eben auch ein bisschen Mut und vielleicht sagt der eine oder andere, ja, was soll denn das? Warum spielt ihr das? Aber die, die Vergangenheit hat doch immer gezeigt, dass eben, wenn man. Bisschen länger da dran bleibt oder den Leuten eben interessante Sachen auch vorspielt, dass sie die auch entdecken und nicht immer nur more of the same. Ähm, Heavy Rotation, nochmal. Besser ja, der 80er. Gab es aber auch schon immer. Das ist jetzt ja nicht so, dass es das irgendwie ein neues Phänomen ist. Was jetzt neu ist, ist, dass es wirklich sehr, sehr wenig ähm, deutschsprachige Sachen kommen. Da kann man natürlich sagen: Ja, ist denn das, was ihr, also ihr jetzt als Record Companies veröffentlicht, ihr trefft vielleicht nicht den Geschmack des Publikums, deswegen können wir als Radiosender das ja nicht spielen, weil das heißt immer, das testet schlecht oder das kommt bei unseren Hörern nicht an. Dagegen steht aber total eben der Erfolg von deutschsprachigem Repertoire bei den Streamingdiensten. Wo du da wieder das Alter hast und sagst, okay, ja, aber immer wir, diese jungen Leute. Ja, aber wenn wir von 18,5 Millionen Menschen, die in einem bezahlten Abo in Deutschland sind, dann können das ja nicht nur Teenager sein. In der das Tat. Es geht ja, so. Also, das ist ein breiter äh, Schnitt der, der der Bevölkerung. Also das ist noch mal zurück zu der Radiosituation. Ähm, das ist nicht zufriedenstellend. Das ist ganz klar. Was kann man machen? Kann man da jetzt noch mehr draufhauen? Ja, natürlich. Ich glaube, das ist einfach das, das Wichtigste ist oder das zu adressieren muss einfach im Gespräch mit Verantwortlichen bei den Sendern, bei den, bei den öffentlich-rechtlichen Sendern sein, zu sagen so hey dann traut euch doch mal wenigstens was also so also Mut, machen, Mut machen Mut machen kreativ sein Verantwortung einfordern Konzerte organisieren ich meine das ist ja toll dass die die AD Popwellen vorletztes Wochenende ein höherer Konzert in München beim Bayerischen Rundfunk gemacht haben für Depeche-Mode. Wäre vielleicht auch hingegangen, wenn ich da wäre. Aber das kann es ja nicht sein. Und aber an der Stelle dann kurz in, in wer macht was? Ähm Einmal, du hast es vorhin, als wir, als wir Oyers, oh die neue äh, Firma von dir angesprochen haben, äh, am Markt äh, Kreativität, Investitionen, neue Formate entwickeln und dann siehe Verband, was kann ein Verband da machen? Ne? Also kurz mal die Verbandsschleife. Wir kommunizieren natürlich, wir, fördern den, wir, wir fordern den Kulturauftrag ein bei den öffentlich-rechtlichen, die ja auch an anderen Stellen ähm, in, in heftige Diskussionen verwickelt sind. Ähm, aber äh, wir, wir sind ja jetzt nicht mit einer Quotenforderung unterwegs und ähm, ab so und so viel Uhr muss so und so viel deutsche Musik äh, gehört werden oder ähnliches. Das heißt, da, wie, wie siehst du da die Rolle des Verbandes gerade? Räume bauen, wo man miteinander diskutiert, wo man sich die Karten legt als Branche und als, als Radius? Mhm. Ähm, du hast es gerade gesagt mit der, mit der Produktionsfirma, mit OES. Wir haben, Mittlerweile, ich sage jetzt mal, circa 30 verschiedene Sendungen gemacht, also mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern. Ganz viele sehr jung, die fast alle Deutsch singen. Ja? So, das ist ja auch unsere Zukunft. Also, diese, jetzt, diese Anfang der 20er, in ihren 20ern, alten Künstlerinnen und Künstler, die Deutsch singen, die gehen ja auch nicht weg. Also, so. Das heißt, also da ist auf jeden Fall ein, ein, ein Trend, eine Bewegung, ein Bekenntnis zur zu deutschen Sprache. Aber erstmal kann es ja jeder für sich entscheiden, ob er auf Deutsch singt oder Englisch. Es ist jetzt ja nicht so, dass das, wenn er auf Deutsch singt, ist es künstlerisch wertvoller, als wenn jemand auf Englisch singt oder wenn jemand eine Instrumentalplatte veröffentlicht. Ist ist ja egal. So, ähm, aber jetzt so auf Seiten der Radio zu sagen, ja, da ist ja nichts, deswegen können wir das nicht spielen, das ist schon mal de facto falsch. Ich glaube nicht, dass sie so argumentieren würden. Jetzt kommt der zweite... Die Antwort auf deine Frage, was kann der Verband da tun, kann er da was tun? Ja, er kann auf jeden Fall was tun. Es geht natürlich wieder um Geschmack, eben genau das Argument der, der Radiosender ist ja, die Hörer wollen das nicht, das testet schlecht etc. etc. Ich glaube, was wir machen müssen im, im Verband ist, hatte ich ja gerade schon gesagt, ist diesen Dialog suchen, ähm, Leuten auch was vorspielen, dahin gehen, unsere Künstler präsentieren... Und einfach für die, den emotionalen Wert von Musik werben. Ich glaube, dass sich eure Position, euer Arbeitsbereich eben in den letzten 10, 15 Jahren jetzt doch auch wieder wendet, dass wir dass wir fünf bis zehn Jahre lang ja nur einen, einen Abwehrkampf führen mussten, um überhaupt zu sagen, hey, das wir machen, was wir machen, ist, über, ist schützenswert und nicht das, was die Piratenpartei sagt, ist das einzige Richtige. So, ich glaube, dass wir diesen Abwehrkampf weiter im Auge behalten müssen, aber dass das nicht mehr 80 Prozent unserer Zeit ähm, in Anspruch nehmen muss. So. Und was wir jetzt mit der Zeit eben unter den Aktivitäten beim Verband machen sollten, ist eben zu sagen: Hey, guck mal, wie toll dieses dieses Gut, dieses kreative Gut Musik ist, wie, wie mit wie viel Leidenschaft das gemacht wird, auch von, von den den Artists, aber auch von den von den Leuten in den Firmen, dass wir dafür einfach mehr werben und nicht immer nur it's more of the same. Also das was was ja gerade was wir gesagt haben, was für Radio gilt. Gilt ja für Film genauso. Also, die, die Filmbranche wird jetzt ja, wie man hört, auch restrukturiert. Also, das ganze Förder Fördersystem wird in Frage gestellt. Es wird wahnsinnig viel Geld und anders würde Deutschland wahrscheinlich als Filmstandort nicht funktionieren, wenn es eben nicht ähm, gefördert würde mit staatlichen Mitteln. Aber warum wird denn da überhaupt keine Musik aus Deutschland fast verwendet? So, das heißt, wir geben eigentlich. Geld aus, aus staatlichen Mitteln, um die Filme zu fördern. Die Musik kaufen wir aber alle im englischsprachigen Bereich. Das heißt also, ganzheitlich draufzuschauen und zu sagen, was macht man denn da eigentlich bei der Förderung und gibt es da nicht noch andere Effekte, die man bisher gar nicht bedacht hat? Nee, ich ich sage nicht bloß, ich gibt uns jetzt auch Fördergelder, so wie in den Film, so meine ich das nicht. Ich meine nur, dass, dass es eben ähnlich wie bei, bei den Radiosendern, bei Filmleuten genauso ist, dass sie sagen, ja, nee, deutschsprachig, wow, das fun funktioniert nicht, das lenkt die Leute ab. Wenn ich jetzt hier einen Song habe, wo jemand Deutsch singt, dann äh, passt es ja nicht und, und, und. Also, der, ähm, das muss man einfach adressieren und sagen, nee, das stört ja nicht. Es kann ja auch passen. Ja. Geht es dabei darum zu sagen, keine Angst vor der deutschen Sprache in Musik oder geht es dann doch eher wieder um Local Repertoire? Schaut doch mal, was es in Deutschland gerade an spannenden Produktionen gibt, die vielleicht sogar nicht mehr auf Deutsch gesungen sind, aber die zumindest von hier kommen, die hier entdeckt wurden, die hier eine lokale Verankerung haben? Genau. Das genau, ist... wir müssen für unsere, für die Musik, die, die wir in Deutschland. Entdecken fördern wollen, die hier entsteht, müssen wir versuchen, den, den Lautsprecher so groß, wie es geht zu machen. Ganz egal, ob das jetzt eben in die Richtung der Politik, der, der Medien oder vielleicht eben auch der Filmschaffenden ist. Und da glaube ich schon, dass der, der, der Verband da weiter Aktivitäten entwickeln kann für, für solche Aktionen, egal in welcher, welcher Form oder in welchem Rahmen das sein muss, nicht jetzt so mit erhobenen Zeigefinger, so, Mensch, guck doch mal, wie toll wir sind, wieso macht denn ja nichts? Also, aber einfach sagen, hey, hier entsteht unglaublich viel Musik aus dem, aus dem deutschsprachigen Raum oder aus, aus Deutschland, Österreich, Schweiz, die teilweise auch international wahnsinnig ja, erfolgreich ja. ist. Und, und da sind wir dann wieder beim, beim eingangs genannten Thema Newcomer und Local Repertoire, weil ich meine, du bist, du hast äh, äh, Dr. Alban groß gemacht, du hast Snap groß gemacht, du hast Passenger entdeckt. Ähm, das ist ja jetzt alles keine deutschsprachige Musik. Ähm, das ist auch nur bedingt Local Repertoire. War. Es waren alles Newcomer. So, Wie übersetzt man das jetzt auch in die Geschichte? Du als Unternehmer hast aber lokal in die investiert. Du hast vorhin gesagt, das ist dein Geld. Du weißt, du gehst da rein, glaubst da dran. Ähm, dann ist es ja irgendwie doch lokales Repertoire geworden. Dann halt in einer anderen Sprache, kommt aus einem anderen Land, ist vielleicht in Riverside Studios bei dir jetzt präsent. Okay, das, das produziert. die Betrachtungsweise ist zu <laughs> technisch. Also erstmal habe ich die nicht groß gemacht, sondern die haben sie ja selber produziert. Ich saß da halt so gerade und habe sozusagen mit als erster gehört. Und bei Passenger was ehrlich gesagt meine Frau, die es zuerst gehört hat, muss man auch fairerweise sagen. Ich würde da jetzt nicht sagen, aber Dr. Alban kommt aus Schweden oder Passenger kommt aus England, aber ich sitze zufällig in Deutschland oder sowas. Das ist ja nur was, was Leute aus dem Business... Sagen wir mal, interessieren. Für den Zuhörer ist es, oder, oder denjenigen, der sich die Musik anhört oder, oder vielleicht sogar eine CD gekauft hat, dem ist es ja vollkommen egal, wo jemand sitzt, der gerade die Rechte hat. Deutschland ist ein großer Markt. Ja. Viertgrößter äh, Markt? Noch. Genau, und, und deswegen ist er natürlich für, für Artists oder Leute aus der Musikbranche in kleineren Ländern attraktiv, zu sagen: Okay, ich habe eben eine, einen Deal, der aus Deutschland rauskommt anstatt aus vielleicht Norwegen oder oder was auch immer, ja, weil aber, es einfach größerer Markt ist. Punkt. Aber geht es nicht schon auch darum, so die Erfolge aus dem deutschen Markt heraus zu zeigen und dieses Showcasing von, guck mal, wir sind nicht nur das Land der Ingenieure, wir sind nicht nur das Land der Dichter und Denker, die dann auf Deutsch singen, sondern wir finden hier auch, jetzt ja nicht immer in Berlin, aber oft in Berlin, Künstler und Künstlerinnen, die, was mitbringen, woran wir glauben, aus Deutschland raus. Weil es ist ja nicht so, dass man da vorher irgendwie testet am globalen Markt, sondern so wie du vorhin gesagt hast, du hast den Geschmack, du hast früher erkannt, dass du den Geschmack triffst von, von Menschen. Ist das dann nicht dann doch was, was man sich gerne lokal noch ein bisschen mehr reinschneiden würde, nach dem Motto, hey, das ist auch unser Erfolg hier aus dem deutschen Markt heraus. Da sind wir, da, da haben wir was vorzuweisen. Das ist mir ein Tick zu so viel so Aneignung fast, weil keine Ahnung was jetzt hat jeder gesagt Mensch Ende der 70er oder 80er Jahre guck mal was da alles in München passiert sind selbst die Queen selbst Queen nicht die Queen selbst <laughs> Queen und Freddie Mercury haben in, in München aufgenommen und die Rolling Stones sonst haben alle in Hamburg angefangen ja und es gab Giorgio Moroder der eigentlich aus Südtirol kommt und der hat dann eben in München produziert das sind Sachen die sich einfach entwickelt haben die aus einem Zeitgeist kamen oder eben auch was du gerade gesagt hast Vielleicht Anfang, Mitte der 90er Jahre war Frankfurt ein riesiges Zentrum für, für Musik, die da entstanden ist, die ähm, dann weltweit erfolgreich war, eben eher in dem Bereich Dance oder jetzt Eurodance, lief ja gerade vorgestern. Techno. Techno auch, ähm, lief gerade eine Dokumentation auf Vox, 30 Jahre Eurodance. Ähm, das liegt aber auch an. Entweder an einzelnen Akteuren, also jetzt das Giorgio Maroda-Beispiel, oder in Frankfurt lag es natürlich auch daran, dass es da, wie soll man sagen, die ersten Superclubs gab, mhm. so wie es dann später in England oder parallel auch in England gab. Und weil es natürlich einen unglaublich hohen Pool an Sängerinnen und Sängern gab, weil es eine sehr starke GI-Basis, also viele US-Amerikaner im, im Rhein-Main-Raum ja, ich dazu Als Heidelberger könnte ich dazu viel erzählen. Ja, so. Also de, und das jetzt irgendwie mit so einer Kulturklatsche-Brille irgendwie den Politikern zu erklären, dafür glaube ich, ist, ist, entsteht Kunst oder, oder in dem Fall Musik einfach auch aus, ist es ist durch Personen getrieben, ist es ist durch, auch durch Zeitgeist oder durch ähm, gewisse Strömungen auch so. Ähm, zu der aktuellen Situation, ich glaube, dass ich verstanden habe, was du meinst, ist ja, dass Berlin wahnsinnig attraktiv ist eben für Musikschaffende aus der ganzen Welt, das liegt jetzt aber nicht darin, dass die Record Companies hier so geil sind. Also weder ich noch die anderen. Sondern es liegt eben teilweise daran, dass es einfach mehr Freiraum gibt, mehr Plätze, billigere Proberäume, billigere Studios. Billige Immer noch billigere. Ja, Wohnmöglichkeiten noch, noch vielleicht auch nicht so mehr. Ja. Und eben auch like-minded people, sag mal so. Also ein Creative Hub, wo viel entsteht und, und entsprechend man am richtigen Ort ist, um dann global Erfolg zu haben. Mir, mir geht es auch nicht so sehr darum, das irgendwie uns auf die Fahne zu schreiben und irgendwie Politikern in irgendwelchen Briefings zu erklären, sondern weil es ja durchaus auch noch die, die Ebene von... Export von Musik gibt. Ne? Mit so, da gibt es ja diese veralteten Ideen so von Exportbüros und dann aber ja doch die Frage, wie globaler Markt. Wir haben jetzt mehrfach drüber gesprochen. Ähm, du sagst zu Recht, dass Musik entsteht in einem so vielschichtigen Prozess mit so vielen Vätern und Müttern des Erfolges. Das kann man doch nicht mehr zuordnen, so an einen, an einen bestimmten Ort. Ähm, aber was exportiert man denn dann eigentlich und wie? Also gibt es dann noch was, was man so als quasi, das ist jetzt so was. Was in Berlin entstanden ist, Deutschland, das wird exportiert. Oder ist das, hat sich das so verflüssigt auch als Markt über Playlisten, Promotion-Aktivitäten, die eben nicht mehr irgendwo an einem Messe stand in irgendeinem südfranzösischen Ort? statt? Gibt es die Dimension vielleicht so gar nicht mehr? Doch. Also die Musik ist nach wie vor, die Musikbranche ist schon noch immer ein, ein territorial verteilter Markt. Ja. Ähm, und jetzt auch nicht anders als eben vor 40 oder 50 Jahren ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der in USA oder in England erfolgreich ist, auch im Rest der Welt erfolgreich wird, größer als wenn er groß in Holland oder Norwegen ist. Das hat sich auch nicht wirklich sehr, mhm. sehr verändert. Was sich für uns verändert hat als, als Labels oder als Independent Labels, ist die Zusammenarbeit mit anderen Firmen in den anderen Territorien. Wir haben wahnsinnig viele Lizenzdeals gemacht. Also ich hatte mal eine Veröffentlichung, das war 2012, mit, mit einer Künstlerin. Da hatten wir 37 Lizenzdeals. Ich hatte in 37 verschiedenen Ländern Wahnsinn. einen Partner. Da hatten wir selbst für Malaysia und für Griechenland und sonst was einen Deal. Ähm, so Warum haben wir das gemacht als, als eine Firma, die es eben nur, wir uns jetzt als Label, nur in einem Land gibt? Weil wir in diesen anderen Märkten, Ländern, Territorien zwei Sachen brauchten. Das eine war Access to Retail, also wir, wir kommen, sind nicht in den Laden reingekommen und Access to Media. So einen Access to Retail weiß man selber, den hat jeder, also ich kann ja so 100.000 Songs pro Tag. Die haben ja auch alle Access to Retail. Also muss ich jetzt nicht niemanden, niemanden meine Rechte erst übertragen, damit ich in Retail reinkomme. Access to Media, also sprich in, in Radiostationen, in Blogs, Zeitschriften, was auch immer stattzufinden, kann ich mir auch über eine Agentur kaufen. Hm. So, das heißt, ich muss meine Rechte nicht mehr abgeben. Ähm, das hat den, den, diesen Begriff des. Export, den du gerade angesprochen hast, wahrscheinlich verändert, weil ich exportiere jetzt gar nichts. Ich lade es ja selber hoch und bin deswegen mit meiner Musik weltweit überall eben hörbar. Schafft aber reine Verfügbarkeit auch Nachfrage? Nein, Nein. das ist ja klar. Also muss ich ähm, für Nachfrage sorgen und dann eben für. Aktivitäten in den Ländern, egal ob das jetzt eben bei den bei den Shops ist oder in, in traditionellen Medien und so weiter und so weiter. Ich kann das aber jetzt als unabhängiges Unternehmen, was eben jetzt nur in dem deutschsprachigen Raum residiert, von hier aus steuern. Das wäre mir in der, in der physischen Markt, mir, hätte ich das nicht machen können, hätte ich eine ganze physische Vertriebsstruktur aufbauen müssen, unmöglich. Und heute hast du die Möglichkeit, dir das, was du dann halt zusätzlich noch brauchst im Ausland On-Demand dazu zu buchen genau. über Partner, die du vor Ort hast. Genau oder ich kann das selber Werbung schalten, wenn ich will. Genau. Ja, wir kommen an so vielen Stellen wieder auf die Veränderung in der Branche und müssten eigentlich jetzt wieder in äh, hier in unsere Grafik einsteigen. Ähm, lass uns noch mal ganz kurz das Thema Radio ähm, äh, ansprechen und zwar jetzt mal dich wirklich als Radiounternehmer angesprochen, weil wir vorhin über Flux gesprochen haben. Ist es nicht schlicht so? Wir haben vorhin über öffentlich-rechtliche, private deutschsprachige Musik gesprochen, ja. Aber ist es nicht auch doch immer noch so, dass oder nicht? Sorry, noch mal anders angefangen. Ist es nicht einfach so, dass immer noch unterschätzt wird, welche Rolle das Radio überhaupt auch heute noch spielt für die Künstler und Künstlerinnen? Also dass dieses Thema Radio dadurch, dass irgendwie überall nur über die digitale Vertriebsebene gesprochen und geschrieben wird, dass das Radio da so ein bisschen fading out wahrgenommen wird? Ja, es wird es und, und es gibt ja auch genug Beispiele von, von erfolgreichen Veröffentlichungen, gab es aber eigentlich auch schon immer, ähm, die von den Radiosendern eigentlich komplett ignoriert wurden. Also hm. es war es war ja noch nie so, in, im deutschsprachigen Raum auf jeden Fall, dass wenn ich keine Chance im Radio habe, meine, meine Musik überhaupt nicht gehört wird oder keine ja. anderen Wege. Das, das ist in Deutschland immer ein bisschen anders gewesen als in den anderen Märkten, soweit wie ich das beobachten konnte. Ich habe auch in, in, in England und in den USA lang gearbeitet, wo Radio doch schon immer sehr, sehr dominant war. Das war in Deutschland immer ein bisschen anders. Wir haben ähm, immer stark im Bereich PR-Marketing mit Fernsehen gearbeitet, also mit den, ähm, den Videoclip-Stationen, aber auch mit mit TV-Sendern. Es gab Flächen, die dir helfen konnten, einen Eck einen zu break. Über, über ja, aber auch, auch kleiner, also von also dann kleiner Geld oder Liebe zu The Dome, zu TV Total mhm. und so weiter und so weiter. So. Ähm, deswegen ist, ist Radio nie das der einzige Weg zum Ziel gewesen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger. Und der ist heute vielleicht ein weniger, das ist klar, weil du hast jetzt ja, ja. mit den Shops ähm, Partner, die sich ja schon selbst fast von der von der Logik wie ein Radiosender verstehen. Also es gibt ja bei Spotify auch eine Playlist, die heißt Top of the Morning. Also ja. das ist ja wie die Morning Show einem Radiosender, aber nicht moderiert natürlich. Ähm, aber trotzdem ist Radio nach wie vor und deswegen wünschen wir uns ja eben mehr Mut. Und den unglaublichen Vorteil, den eben eigentlich ein Radiosender hat im Vergleich zu einer reinen Playlist bei einem Shop, ist, dass der Moderator ja seinen Hörern das auch mit einer ganz anderen Empfehlungskompetenz ans Herz legen kann. Plus der lokalen Dimension noch drauf, ne? Total, total. Ja. Also deswegen, Radio ist nach wie vor ein ganz wichtiger... Um, Multiplikator, ein Medium für Musik, auch Radio ist ja auch ein tolles Geschäft. Also, du kriegst ja quasi deinen Inhalt ja schon fast umsonst. <lacht> also. <lacht> Conny, umsonst ähm, gibt es sonst wenig. Vielen, vielen Dank äh, für das Gespräch, für deine Einblicke. Und du hast jetzt natürlich noch die Chance, genau, du hast die Chance, noch Famous Last Words äh, noch was äh, auszupicken, was wir vergessen haben. Ich glaube, wir haben. Pretty much all in everything äh, gestriffen. Wir haben festgestellt, dass wir uns damit zufrieden geben sollten, dass wir uns in Deutschland mit Techno und Klassik im Ausland assoziieren und uns Eurodance Euro ja. natürlich. Ja. Ähm, und ansonsten äh, diese Komplexität unserer Branche und die Vielfalt für das, was wir stehen, einfach weiter raustragen an die Menschen, die die Emotionalität, die du mehrfach angesprochen hast, die Leidenschaft, die Nähe zum Fußball. Das, das alles werden wir herauskehren. Okay. Danke, Komi. Okay, Danke dir. Dank. Hat mir Spaß gemacht. Tschüss. Danke dir. Wir haben es eben gehört. Radio ist und bleibt wichtig für die Branche und für die Musikfans im Land. Lokales Repertoire auf den deutschen Radiowellen zu erwischen ist aktuell nicht ganz leicht, oft eine Seltenheit. Und wir werden sehen, ob hier eines Tages eine andere Dynamik einsetzt. Das war die erste Folge des BVMI-Podcasts For The Recorded mit Konrad von Löhneisen zu Gast. Vielen Dank nochmal für den Austausch und die Insights. Vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer. Bis zur nächsten Folge. For The Recorded, der Podcast für Musik, Business und Gesellschaft, powered by Bundesverband Musikindustrie. Weitere Informationen zum deutschen Musikbusiness findet ihr im Netz auf musikindustrie.de sowie auf den Social-Media-Kanälen vom Bundesverband Musikindustrie auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.